Heute machen wir Iberico Schweinebäckchen. Dieses Rezept funktioniert aber auch mit Rinder- oder Kalbsbäckchen. Hier habe ich Möhren in verschiedenen Farben, eine Sellerie, zwei Zwiebeln, ein paar Knoblauchzehen und das Ganze wird jetzt einfach nacheinander klein geschnitten. Hier habe ich meinen Bräter, da kommt etwas Öl rein und wir braten diese wunderschöne Iberico Schweinebäckchen an. Das geschnittene Gemüse, noch etwas Rosmarin habe ich gehackt, kommt in dieses Fett, wo die Bäckchen drin waren. Und wird erstmal anständig angeröstet. Wenn es langsam Farbe annimmt, kommt der Tomatenmark rein. Lassen das Ganze zusammen anrösten nochmal. Es kommt auch schon eine gute Ladung Salz und Pfeffer rein. Mit gutem Schuss Rotwein ablöschen und einreduzieren lassen. Zwei Lorbeerblätter können auch rein. Danach löschen wir alles mit 1 Liter Rinderbrühe ab und die Bäckchen kommen wieder rein. Deckel kommt drauf, die Hitze auf Minimum. Es soll einfach langsam schmoren und wir sehen uns in 2 Stunden. Die Bäckchen, die zerfallen schon, man kann das sehen. Was ich jetzt mache, ich lasse den Deckel ab und lasse es nochmal 20 Minuten köcheln. Dadurch verdampft die Flüssigkeit, die Soße wird noch sämiger, noch dicker. Etwas Kartoffelpüree, ein Bäckchen. Ich esse das gerne mit diesem Gemüse. Ja, wollen wir probieren. Ohne Worte, kräftige, leckere Soße, dazu einfach dieses zarte Fleisch. Wenn ihr noch nie Bäckchen probiert habt, Leute, tut es.